Geht's los? Sehr gut. Perfekt. Herzlich willkommen zu einem neuen Fit mit Baby Workout. Heute habe ich Unterstützung von gleich zwei Babys, nämlich einmal meine Tochter, der Greta. Sie ist jetzt 8 Monate alt, schon ganz, ganz fleißig unterwegs. Sie hat jetzt schon fast das Krabbeln entdeckt. Es wird also aufregend. Und das zweite Baby hier, das ist unser Hund, die kleine Pompom. Ja, die zwei spielen auch gerne gemeinsam und ärgern sich ein bisschen. Aber wir werden jetzt zusammen eine Runde Sport machen. Liebe Mami oder lieber Papi, ich hoffe, ihr habt euer Baby oder eure Babys auch mit dabei und seid bereit für ein Ganzkörper-Workout mit Kind. Wir fangen im Stehen an. Das Baby lassen wir erstmal kurz am Boden. Vielleicht beschäftigt sich ja noch kurz alleine, bevor wir es uns dann schnappen und als Hilfsmittel nehmen. Sehr gut. Also, wir kommen zum Stehen. Immer schön rückengerecht, Hüfte nach vorne. Hintere Zehenspitze stellt auf und wir stehen. Seid ihr bereit? Wir starten mit einem Warm-up. Baby sitzt erst einmal kurz oder liegt erst einmal vor uns auf der Matte. Wir wärmen einmal uns auf, mobilisieren einmal. Genau. Schön hüftbreiter Stand. Die Knie sind leicht gebeugt. Wir fangen an mit schönen großen Kreisen mit unseren Armen. Beide Arme ziehen vorne hoch und kommen hinten wieder tief. Erstmal ganz locker die Schulter mobilisieren. Sehr gut. Einer noch in diese Richtung. Und dann machen wir einen Richtungswechsel. Wir ziehen hinten hoch und kommen vorne tief. Jawohl, zweimal noch. Und ein letzter. Und dann lassen wir die Arme hängen. Unser Kinn kommt auf die Brust, die Schultern fallen nach vorne. Wir rollen uns einmal Wirbel für Wirbel tief. Ich zeige es mal seitlich. Wirklich ganz entspannt hier unten hängen, Knie leicht beugen. Und dann rollen wir uns nochmal Wirbel für Wirbel nach oben, Schultern zurück. Und machen das Ganze noch einmal. Kinn kommt auf die Brust und wir rollen uns Wirbel für Wirbel tief. Kurz hier unten halten. Jawohl. Und dann rollen wir uns wieder Wirbel für Wirbel hoch und kommen zum Stehen. Sehr gut. Von hier wollen wir einmal unsere Beine aufwecken. Wir fangen an mit ganz einfachen Kniebeugen. Hüftbreiter Stand, beide Hände vor die Brust und dann schieben wir uns hier tief, halten kurz und kommen wieder hoch. Nochmal langsam und bewusst tief schieben. Und wieder hochkommen. Schulter schön unten lassen, Brust raus, langer Rücken, der Kopf kommt immer so ein bisschen mit. Genau, dass wir im Hals nicht überstrecken. Und tief und komm hoch. Wir machen noch 3 Stück. Komm tief und hoch. Sehr gut. 2 noch. Und tief und hoch. Und eine letzte. Nochmal tief. Sehr gut. Und hoch. Wir wärmen noch einmal die Ausfallschritte auf. Die machen wir nämlich auch gleich mit Baby. Ein Bein nach vorne, das andere zurück. Schön ausbalancieren. Wir nehmen beide Arme mit. Kommen tief, ziehen die Arme bis auf Schulterhöhe und kommen wieder hoch. Einatmen, tief gehen. Ausatmen, hoch. Hier ganz wichtig, der Bauch ist fest angespannt. Dann nehmen wir immer die ganze Muskulatur mit. Tief und hoch. 2 noch, tief und hoch, sehr schön. Ein letzter, tief und hoch. Einmal lösen und wir machen das Ganze andersrum. Einfach ein schneller Wechsel, Hüfte ist ganz in einer Linie. Schön die Beine aufstellen und auch hier kommt tief und hoch. Sehr gut. Och, Pompom, jetzt isst du Gretas Hase. Also tief. Und hoch. Wir machen noch 3. Tief und hoch. Die letzten 2. Tief und hoch. Und ein letzter. Tief und hoch. Wir lösen, lockern einmal alles aus. Klauen Pompom den Hase. Nein, nein. Sag mal, der ist von Greta. Und jetzt schnappen wir uns unser Baby. Wir sind schon einmal schön aufgewärmt. Starten jetzt mit den ersten Kräftigungsübungen. Die machen wir im Stehen. Am besten, wir nehmen uns unser Baby dazu. Greta ist schon ein schweres Gewicht. Sie wiegt jetzt nämlich schon 10 Kilo. Ja, je nachdem, wie schwer dein Baby ist, desto anstrengender wird es. Also, los geht's, mein Schätzchen.
Schön rückengerecht, auch hier das Baby hochheben. Jup, jup. Unser Baby kommt erstmal genau vor unseren Körper. Da kann sie ganz bequem sitzen. Und dann fangen wir an mit Kniebeugen. Erstmal wieder hüftbreit, so wie eben im Warm-up. Aufrechter Oberkörper. Und dann kommen wir von hier, ich mache es mal ein bisschen seitlich. Wir kommen von hier tief und hoch. Popo nach vorne schieben. Und tief und hoch. Ganz langer Oberkörper, tief und hoch. Erstmal ganz langsam und bewusst, kurz immer unten eine leichte Pause und tief und hoch. Das sieht super aus. 10 Stück machen wir noch. Tief und hoch und tief und hoch. Sehr gut. 8 noch. Tief und hoch und weiter geht's. Tief und hoch. Die letzten 6. Tief. Ja, und hoch. Wird schon anstrengend. Tief und hoch. Und 5. Jetzt habe ich mich verzählt. Kein Problem, gibt es eine mehr. Und 4. Und hoch. Und Baby, hier bleiben die letzten 3. Sehr gut. 2 noch. Tief und hoch. Und eine letzte. Tief und hoch. Gleiche Bewegung. Doppelt so schnell. Das heißt, wir kommen jetzt richtig schnell. Tief und hoch. Tief und hoch. Ja, das ist lustig, hä? Tief und hoch. Das Atmen nicht vergessen. Einatmen tief, ausatmen hoch. Ja, und schön schnell. Da geht noch was. Auch hier. 10 und hoch. Und 9. Tief und hoch. Popo schön tief bringen. 8. Sehr gut. Und 7. Und schön schnell, die letzten 6, tief und hoch und 5, tief und hoch, ja, und 4, gleich geschafft, die letzten 3 und 2, tief und hoch und eine letzte und hoch. Puh. Perfekt, wir machen weiter mit Ausfallschritten. Oh, was denn jetzt? Unser Baby? Das nehmen wir auf unser vorderes Bein. Kommen mit dem hinteren Bein zurück, das Baby schön festhalten. Da haben wir ein schönes Gewicht. Ganz aufrecht starten wir und wir kommen tief und hoch. Und es geht tief und hoch. Ja, Pompom, die Greta hat eine Giraffe. Hm? Sehr gut. Baby schön fest. Komm tief und hoch. Und tief und hoch. Wir machen noch 8 langsame. Jawohl. Und schön tief. Hinteres Knie in Richtung Boden. Und hoch. Und tief. Und hoch. Und 4. Alles gut, Greta. 3. Jawohl. Und 2. Und ein letzter tief. Und hoch. Beinwechsel. Baby einmal umsetzen. Und auch hier. Erstmal starten wir mit den langsamen. Greta. Tief. Und hoch. Sehr gut. Tief. Und hoch. Jawohl. Ganz langsam, ganz bewusst. Sehr schön. Das sieht gut aus. Und komm tief. Und hoch. Auch hier. 6 noch. Jawohl. Und 5. Alles gut, Mausi. Die letzten 4. Tief. Und hoch. Und 3. Und 2. Und ein letzter, nochmal tief und hoch. Wieder Beinwechsel. Greta nochmal umsetzen, dein Baby auch umsetzen. Wir machen die Ausfallschritte doppelt so schnell. Schatzi, alles gut. Magst du runter? Wo ist es denn? Wir machen die Ausfallschritte doppelt so schnell. Wenn das Baby mal keine Lust hat, kann vorkommen, kein Problem. Wir machen sie doppelt so schnell. Tief und hoch. Und tief und hoch. Und du gibst mal die Giraffe der Greta. Hier, schau. Tief und hoch. Pam, pam. Tief und hoch. Jawohl. Ganz langsam, ganz bewusst. Und tief und hoch. Sehr gut. Da geht noch was. Die letzten 5. Und hoch. Und 4. Und hoch. Und 3. Und 2. Und ein letzter tief. Und hoch. Nochmal Beinwechsel, gerne noch mit Baby.
Mein Baby hatte keine Lust mehr. Andere Seite. Tief und hoch und tief und hoch. Jawohl, das sieht gut aus. Sehr schön. Und tief und hoch. Das Atmen nicht vergessen. Schön die Balance beibehalten. Und die letzten fünf. Sehr gut. Vier. Jawohl. Und drei. Und zwei. Und ein letzter tief und hoch lösen. Sehr gut. Im Stehen haben wir es erstmal geschafft. Wir kommen jetzt in den Vierfüßlerstand. Und zwar machen wir als erstes Stand-Up-Squats. Das heißt, du kannst das Baby schon mal vor dir absetzen oder es sitzt schon. Von hier kommen wir jetzt mit unserem ersten Knie tief, mit dem zweiten Knie tief. Und dann stehen wir auf und bleiben im Squat. Und kommen wieder tief, tief, hoch, hoch. Und jetzt schön einen Beinwechsel machen. Tief, tief, hoch, hoch. Und wieder wechseln. Tief, tief, hoch, hoch. Und tief, tief, hoch, hoch. Und lass den Popo schön arbeiten. Tief, tief, hoch, hoch. Und tief, tief, hoch, hoch. Diese nochmal super für den großen Gesäßmuskel. Machen einen schönen Po. Sind auch schön anstrengend. Oh ja, ein Pferdchen. Sehr gut. Wir machen noch fünf. Und hoch, hoch, tief, tief. Vier. Und tief, tief. Und drei. Und tief, tief. Zwei noch. Gleich geschafft. Ich weiß, die sind super anstrengend. Ein letzter nochmal. Hoch, hoch, tief, tief. Wir bleiben hier unten und wir kommen einfach von hier in Vierfüßlerstand. Ganz einfach, wir senken einfach den Oberkörper ab und schon sind wir in Vierfüßlerstand. Also einfach hier tief kommen. Jetzt achten wir darauf, dass wir einen ganz, ganz langen Rücken haben. Ja, der Kopf ist schön entspannt mit Blick nach unten. Das Baby können wir super anschauen und bespaßen. Und wir fangen von hier an für unser Gesäß nochmal mit Donkey Kicks. Und zwar schieben wir ein Bein im 90-Grad-Winkel hinten hoch und wieder tief. Und schön zügig hoch und tief. Ganz wichtig auch hier, halte schön die Spannung im Bauch. Ganz langer Oberkörper und schieb hoch und tief. Und hoch und tief. Jawohl. Kopf immer schön in einer Linie mit dem Körper und schieb hoch und tief. Und wir machen noch vier. Sehr gut. Drei und tief. Die letzten zwei. Hoch und tief. Ein letzter hoch und tief. Achtung, gleiches Bein. Das Ganze zur Seite im 90-Grad-Winkel seitlich raus und tief. Und hoch und tief. Hüfte bleibt stabil, Arme auch hoch und tief und hoch und tief. Das sieht sehr gut aus. Fünf noch. Und zieh hoch und tief. Drei. Super. Die letzten zwei. Und ein letzter hoch und tief. Jetzt aber Beinwechsel. Das Ganze einmal andersrum. Donkey Extension. Schieb hinten hoch und tief. Und hoch und tief. Und schieb hoch und tief. Und hoch und tief. Greta hat das Einhorn entdeckt. Wir machen währenddessen weiter. Ich hoffe, ihr habt auch so coole Spielsachen zu Hause, dass das Baby Spaß hat. Vorsichtig. Hoch und tief. Oh, die letzten vier. Sehr gut. Drei. Jawohl. Zwei noch. Und ein letzter Schieb hinten hoch und tief. Ohne abzusetzen, zur Seite. Im 90-Grad-Winkel seitlich hoch und tief. Kommst du wieder zu mir, mein Schätzchen? Jawohl, komm her. Und schieb hoch und tief und hoch und tief. Spannung beibehalten, auch hier. Noch fünf, Oberkörper bleibt lang, vier und die letzten drei, zwei und ein letzter Schieb hoch. Und tief. Sehr gut. Einmal kurz verschnaufen. Wir schieben unser Gesäß nach hinten. Lange Arme. Rest Position.
Einmal Luft holen. Und dann schieben wir uns zurück in Vierfüßlerstand. Kräftigen noch unsere diagonale Bauchmuskulatur. Wir strecken unser linkes Bein nach hinten aus und nehmen den rechten Arm mit dazu. Hier erstmal die Balance finden, die Balance halten. Blick schön nach unten. Jetzt machen wir das Ganze dynamisch. Wir ziehen Knie und Ellbogen unterm Bauch zusammen, werden rund im Oberkörper, atmen aus, werden ganz lang. Und atme ein, werd ganz rund. Und aus, wir werden lang. Und einatmen rund, ausatmen lang. Schön in die Länge arbeiten. Vier noch. Rund und lang. Die letzten drei. Rund und lang. Zwei noch. Rund und lang. Und ein letzter. Du machst weiter. Rund und werd lang. Und dann halten wir lang geöffnet. Kommst du mit? Ja. Wir halten lang. Und jetzt geben wir noch mal ganz kleine Impulse. Hoch und tief und hoch und tief. Jawohl. Für drei, zwei, einen letzten und absenken. Damit wir unser Handgelenk entspannen, machen wir gleich einen Seitenwechsel. Rechtes Bein lange ausstrecken. Und wenn der Arm freigegeben ist, nehmen wir den linken Arm mit. Jawohl. Sehr gut. Halte hier erstmal die Spannung. Ja, hinsetzen. Opa. Sehr gut. Und jetzt machen wir das Ganze hier auch dynamisch. Wir ziehen Knie und Ellbogen rund zusammen. Und werden lang. Und ganz rund. Und lang. Super. Und rund. Und lang. Sehr gut. Machst du mit? Bist du meine Hilfe? Super. Und rund. Und lang. Zwei noch. Rund. Und lang. Und der letzte. Rund. Und wir halten lang. Kurz die Balance finden. Kleine Pulse hoch und tief und hoch und tief. Für vier, drei, zwei, eins und absinken. Sehr gut. Von hier setzen wir uns einmal ab nach hinten, bringen beide Beine nach vorne, schnappen uns unser Schätzchen. Komm her. Du darfst mithelfen jetzt. Du bist mein Gewicht. Nimmst du den? Brauchst du den? Okay, so, einen Moment. Okay, wir schnappen uns unser Baby. Wir machen jetzt Russian Twists. Die Beine lassen wir ruhig vor uns aufgestellt. So ein Baby ist ja doch schon ganz schön schwer. Jetzt nehmen wir unsere Gewichtsscheibe, schieben sie zur Seite und andersrum. Und Flug. Und Flug. Und versuch dein Baby nicht komplett unter der Schulter zu nehmen, sondern schön am Rippenbogen. Ja, dass das mit dem Fliegen auch gut geht. Und hep. Und hüpp. Wenn ihr es schwieriger wollt, gerne die Füße in die Luft. Geht genauso. Und hüpp. Und hüpp. Das ist gut. Und hüpp. Und hüpp. Wir machen noch vier. Zieh. Und zieh. Die letzten drei. Nein, nein, nein. Du machst weiter. Und zwei. Und ein letzter. Sehr gut. Und Baby, absetzen. Von hier. Schieben wir uns jetzt tief, bringen uns in die Rücklage. Baby, setzen wir auf der Hüfte ab. Jetzt schön mitmachen, Greta. Vielleicht können Sie ja schon selbstständig sitzen. Dann einfach an den Händen halten. Ansonsten wieder hinten an der Schulter halten. Schulterblatt. Sehr gut. Uiuiui. Eieiei. Ich weiß, das ist aufregend, gell? So, wir legen den Oberkörper ab. Beine schön hüftbreit aufstellen. Wir machen die Schulterbrücke mit Zusatzgewicht. Wir schieben die Hüfte hoch und tief. Und hoch. Wenn wir das Baby nur an der Hand halten, dann muss es auch mitarbeiten. Und tief. Und schieb hoch. Jawohl. Und tief. Alles eine Linie. Schieb schön hoch die Hüfte und wieder tief. Währenddessen aber trotzdem die Spannung im Bauch halten. Ja, ja. Und tief. Und hoch. Und tief. Wir werden ein bisschen schneller. Hoch und tief. Und hoch und tief. Und hoch. Da kann man super das Baby kitzeln. Und tief. Und hoch und tief. Die letzten fünf. Jawohl. Und vier. Und tief. Und drei. Sehr gut. Und die letzten zwei.
Achtung, den letzten halten wir oben. Bauch fest anspannen, Popo ist auch angespannt. Jetzt öffnen wir die Knie zur Seite und bringen sie wieder in Hüftbreite. Und wir öffnen die Knie zur Seite und wieder hüftbreit. Gar nicht ganz zusammen, sondern schön hüftbreit. Zur Seite und zusammen. Und spür das richtig im Popo. Zur Seite, was denn? Und zusammen. Und zur Seite. Und zusammen. Wir machen noch 4. Jawohl. 3. Gleich geschafft. Die letzten 2. Hoho. Und ein letzter. Und zusammen. Und roll dich ab. So, mein Schätzchen, jetzt brauche ich dich wieder als Gewicht. Unser Baby schnappen wir uns und wir heben das einmal in die Luft. Hui, fliegen tut die Greta. Ja, beide Beine kommen mit dazu und jetzt heben wir unser Baby hoch und tief und hoch und tief und hoch und tief und hoch und tief. Lass die Arme ganz lang. Und das geht schön in geraden oberen Bauch. Und wenn das nicht geht mit Baby, dann einfach das Baby absetzen und ohne Baby machen. Und tief, gell? Das geht genauso. Hoch und tief. Ja, kannst du schon selbst sitzen. Ja, du springst gleich zur Pompom, gell? Lieber festhalten. Geht genauso. Hoch und tief. Hoch und tief. Sehr gut. 3 noch. 2 noch. Ein letzter. Wir halten unser Baby hier. Ja, jetzt trainieren wir nochmal den geraden Bauch. Das ist super mit Baby. Und zwar, wir öffnen unsere Beine nach hinten und ziehen hoch. Richtig. Und zieh tief. Und hoch. Wir machen noch 4. Jawohl, alles gut. Die letzten 3. Spannung beibehalten. 2 noch. Ja. Hast du Hunger? Ein letzter. Und einmal lösen. Sehr gut gemacht. Gar nicht so einfach heute, gell, Greta? Jo, Hunger. Wir kommen zum Sitzen und setzen unser Baby einmal neben uns ab. Wir kräftigen noch zum Abschluss einmal die Seite und dann haben wir es schon geschafft. Wir drehen uns einfach einmal ganz lang, dass wir in den Seitstütz kommen können. Achtung, dass da kein Baby ist an den Füßen. Die Füße kannst du voreinander aufstellen oder auch entweder leichte Variante, das untere Knie anwinkeln. Oder ich zeige dir die schwierige Variante. Opa, beide Füße voreinander aufgestellt und dann hier seitlich hochdrücken. Das geht nicht, Greta. So, hochdrücken. Und wir kommen alle nach oben und wir halten. Wir halten einfach unseren Seitstütz. Die obere Hand schaut entweder zur Decke oder zieht über Kopf. Und wir halten. Sehr gut. Schön die Spannung beibehalten. Schulter, Hüfte, Zehenspitze. Alles eine Linie. Wir halten noch 10 Sekunden. Ich zähle für dich. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Absenken. Beide Beine ranziehen, umschwingen, Seitenwechsel. Gleich geschafft, mein Schatz. Und zweite Seite, wieder gleiche Schwierigkeit wählen. Wir kommen seitlich hoch. Obere Hand entweder wieder zur Decke schauen lassen oder Hinterkopf. Ja, sehr gut. Und schieb die Hüfte hoch. Achte wieder darauf. Schulter, Hüfte, Zehen, alles eine Linie. Sehr gut, auch hier. Drück dich nochmal hoch. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und absenken. Komm gleich zum Sitzen. Wir bleiben im Sitzen. Wir haben das sehr gut gemacht. Baby kann entweder vor dich oder neben dich. Wir machen noch ein kleines Stretching. Greta ist nicht mehr interessiert in mir. Die bleibt einfach hier vorne. Sehr gut. Und zwar kommen wir ganz aufrecht zum Sitzen. Spür beide Sitzbeinhöcker in der Matte. Und dann ziehen wir von hier einmal beide Arme nach oben. Werden ganz, ganz groß. Greifen mit unserer rechten Hand ans linke Handgelenk. Ziehen uns einmal nach rechts. Spür schön die seitliche Dehnung. Ganz aufrechte Schultern. Jawohl. Sehr gut. Und lösen, wir kommen zur Mitte, beide Arme nochmal lang nach oben, andersrum. Linke Hand greift ans rechte Handgelenk. Und wir ziehen uns zur Seite.
Oh, wir sind doch schon beim Cooldown. Gleich geschafft. Sehr gut. Und einmal lösen. Beide Arme kommen nochmal nach vorne. Und wir ziehen uns lang nach vorne. Schätzchen, alles gut. Sehr gut. Werd ganz klein. Spür die Dehnung. Tief ein- und wieder ausatmen. Und dann rollen wir uns zurück zum Sitzen. Ganz aufrecht nochmal die Schultern kreisen lassen. Sehr gut. Dann darfst du nochmal tief einatmen und ausatmen. Und ein letztes Mal ein- und ausatmen. Und dann klopfen wir uns selbst. Gut gemacht. Fein gemacht. Super mitgemacht, Mami oder Papi. Super mitgemacht, Baby. Greta bekommt jetzt gleich was zu essen, nicht, dass sie noch verhungert. Und dann hat sie bestimmt wieder ganz gute Laune. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mit dabei warst. Sehr gut, dass wir dieses Workout gemeinsam gemacht haben. Wenn du noch mehr Fit mit Baby-Videos sehen möchtest, schau einfach auf unseren Kanal. Wir haben hier noch ganz viele mit Greta und mir. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere Videos von Sixpack-Bauch-Workouts bis hin zu Hit-Up. Schau einfach mal rein. Wir freuen uns auf euch. Gell? Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Ciao! Sagst du auch ciao? Ciao, ciao.